So, hallo nochmal. Ich habe mir nochmal die P39 vorgenommen und ich habe mir die Mühe gemacht, hier unten für euch mein Joystick darzustellen. Das heißt, irgendwie, man sieht hier irgendwie die Querruder, also die Höhenruder und die Seitenruder werden entsprechend dargestellt. Ihr könnt sehen, wie ich lenke, um zu versuchen, diese P39 vom Absturz zu bewahren. Das war's, also wenn sie jetzt stallt, wir werden das nochmal machen. Ich war unzufrieden mit dem letzten Mal und nachdem ich dir die Anleitung nochmal angeguckt habe und die so nicht funktioniert hat, wie sie es dort schreiben, zumindest nicht schnell genug funktioniert hat, habe ich ein bisschen rumexperimentiert und ich meine, dass ich jetzt irgendwo einen Weg habe, wie ich das mache. Und wir wollen mal gucken, wie schnell ich das hinkriege oder ob ich wieder faile und dann probieren wir es nochmal. Solange, bis wir es hingekriegt haben, die P39 zu retten. Die ist, wie gesagt, ein bisschen anders als andere Flugzeuge und das haben die auch einigermaßen umgesetzt von War Thunder. Und das gucken wir uns jetzt mal an. So. Ich sitze jetzt hier in meiner P39, ich bin auf 3000 Meter und jetzt wollen wir mal gucken, dass wir das Ding übernehmen. So, 3000 Meter. Jetzt wollen wir mal gucken. Ich hungere ihn aus. Gebe volles Seitenruder. Querruder, um ihn gerade zu halten, bis er dann ins Flachtrudeln kommt. Das ist das gefährliche Trudeln, das ich unbedingt so viel Ärger hatte. 3300 Meter haben wir jetzt. 3400. Und da trudelt er. So, jetzt lasse ich einen Augenblick trudeln. Und um ihn jetzt abzufangen, meine Überlegung war, das hier zu machen. Und ihr seht das, was ich mit dem Joystick gemacht habe. Und das funktioniert. Na? So. Und jetzt ziehe ich ihn. Gebe ihm ein bisschen Gas, um ihn zu fangen. Und da habe ich ihn. Höhe 1800. So. Jetzt gehen wir nochmal nach oben. Ich schneide den Aufstieg nachher nochmal raus. Wir gehen wieder auf 13. Das waren also 1800. Das heißt, ich bin 1200 gefallen. Also noch 1200. Das war jetzt aber praktisch irgendwie, ich habe den Stick nach vorne links geschoben. Bei der Linksdrehung, also praktisch in die nach vorne links geschoben. Das heißt gedrückt und Querruder gegeben und Seitenruder habe ich gegenläufig gesetzt. So, jetzt machen wir es mal genauso, wie die das vorgeschlagen haben bei der Anleitung. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie es auf 3000 Meter. Ich hungere ihn wieder aus. Und ich gehe wieder in den Spin. Na, da bin ich im Spin. So, jetzt wollen wir mal gucken. Ich spinne. Und jetzt wollen wir mal sehen. Sie sagen, man soll mit dem Ziehen und mit der Drehung gehen. Und das geht erstmal nicht, wie ihr seht. Drücken mit der Dings hier, das geht auch nicht. Nein, es wird immer schlimmer. Das heißt, ich gehe ich drücke ihn jetzt einfach nur nach vorne gegen die. Ich glaube, jetzt ist es ziemlich, ziemlich schlimm. So, da. Ich glaube, das ist die beste Methode, die ich habe. Ihr drückt nach vorne und gegen die Drehung. Dann zurücknehmen. Vorsichtig rausnehmen. Schub geben. Und da ist er gefangen. Diesmal bei 800. Das heißt, irgendwie da, ich habe eine ganze Menge Zeit vertan. Das ist das Richtige, was ich getan habe, um die P39 zu finden. Nach vorne, also praktisch in die Richtung des Spins, reindrehen, dann volles Seitenruder geben und dann fängt sie sich ab innerhalb von 1200 Metern. Das heißt, ihr kriegt ihn relativ schnell wieder raus. So, und das ist das, was ich euch zeigen wollte. Ich hoffe, dass ich euch helfen konnte. Es hat zweimal geklappt und die Originalanleitung hat so nicht geklappt, weil wir sind dann in einem Flatspin. Wir kommen aus dem Flatspin nicht heil raus. Vielleicht irgendwie macht das einer von euch selbst nochmal.
und zeigt mir, dass es doch geht. Ihr habt in dem letzten Video die gesehen, wie die von Bell gesagt haben, dass es gehen soll. Es funktioniert so nicht sehr gut. Das, was ich gemacht habe, ist einfach. Es ist eine einfache Methode und sie hilft garantiert. So, ich hoffe, dass ich euch helfen konnte. Bis zum nächsten Mal.